Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und willkommen bei Max Beatshop. Wir haben jetzt 9 Uhr ungefähr. Das ist scheiße, ne? Guck mal, es fängt überall an zu nebeln und sowas. Sieht ihr das? Das sind nur die ersten Indizien, dass es Richtung Herbst geht. Die Bäume werden langsam braun. Ich feiere das gar nicht. Jeden Tag wird mir Laune schlechter. Na, was willst du machen? Naja, Fakt auf jeden Fall ist, wie ihr seht, sitze meiner Daily-Witwe. Die hatte schon, seitdem ich sie jetzt fahre, locker 500 Kilometer abgerissen. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Setzt sich rein, springt an, fährt los. Willst du mehr? Das war ein Auto halt so machen soll, ne? Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich dieses Video anfange. Der Grund ist eigentlich eher, dass ich hier heute ein bisschen meinen Alltag mitnehmen möchte, weil wir heute, naja, ein bisschen TÜV müssen wir heute machen. Wir sind für den Meriva. Da muss vorher aber auch gewaschen werden. Da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit der Baustelle von Gordon, mit dem anderen Meriva, den 1.7er CDI, weil ich hatte nämlich ein bisschen was gelesen, euch in der Kommentare, bzw. im Live, auch gegen die Steuergeräte abkacken bei dem Ding. Macht keinen Scheiß, ey, die Pumpe. Die muss das sein. Ja, die geht auch ganz scheiße raus, die Pumpe da. Pass auf, und dann ist echt die Scheiße da. Da stoppt ganz schon das Projekt. Naja, und was haben wir noch? Ja, eigentlich nichts. Sonst haben wir halt so ein bisschen. Ich muss halt gucken, dass ich auch noch eine Kraft von daher kriege. Aber ich kann auch keine Fahrzeuge holen, weil jetzt kommt wohl von Michi, holen wir erst morgen. Mit einem ziemlich großen Aufgebot von Menschen. Ich habe einen Livestream gefragt. Viele haben geantwortet und ich habe ein, zwei Mitfahrer und noch einen zweiten Trailer. Und ja, einen zweiten Trailer dazu noch gekriegt. Zu sagen, so mal schauen, ob wir die ganzen Bums irgendwie nach Friedeburg kriegen. Das könnte mal sehr, sehr interessant werden. Aber das ist mal eine andere Geschichte. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie den Tag hier rumkriegen, das sinnvoll machen. Und wir sollten uns auch schon mal mittlerweile mit dem Thema beschäftigen, Toyota, weil der ist mein nächstes Projekt, weil der muss Anfang Oktober mit mir zusammen und Familie nach Kroatien fahren, weil ich mache nur noch eine Woche in Anführungsstrichen Sommerurlaub und dann nehme ich auch mit. Und da soll der Toyota wieder hinhalten, nicht der MR2, sondern der Cressida. Wisst ihr Bescheid, aber das ist eine andere Geschichte. Das müssen wir mal gucken, wie sie den Laden voneinander haben irgendwie. Das könnte auch sehr interessant werden. Übrigens dieses China-Ding hier, ne? Für 6 Euro, die ich gekauft habe, das kann ich empfehlen, das ist okay, das Radio. Nur mal so als Fazit. Das Einzige, was man dafür bauen müsste, wäre vielleicht ein An- und Ausschalter. Also für Plus und Minus, also dass du einfach einen Schalter an Plus oder Minus ransetzt, dass man einen Schalter machen kann, den man den An- und Ausschalten kann, den Scheiß, weil das ist das Radio nämlich immer an, das kannst du nämlich nicht so ganz abschalten, das ist ziemlich kacke. Oder halt einen Stecker hinten abziehen. Aber sonst, für 6 Euro, Alter, ist das ein fettes Radio. Nur mal eben dazu, weil ich habe das letztens im Video mit eingebaut. Und hier, das wollte ich mal eben nochmal zeigen. Ist übrigens auch nicht gesponsert oder irgendwas. Ich fand das einfach nur, weil ich ein billiges Radio gesucht habe mit Bluetooth und das für die Gebrauchwagen wenn du verwenden möchte. Obwohl das ziemlich hässlich aussieht, muss ich sagen. da wäre es vielleicht ganz cool. Low-Budget-Autos, die Leute hätten natürlich alle ganz gerne ein bisschen Ausstattung drin. Und ich meine, Ladesteckdose und Bluetooth in Kombination ist ganz cool. Aber jetzt noch dieses Universalkabel dabei, da hat man eigentlich alles, was man braucht. Das ist so mein Gedanke. Das hinten aber den Auspuff machen, der klötert so ein bisschen, wisst ihr das? Kommt auch auf an, wie ich gerade fahre. Nicht immer klötert der, aber momentan ja. So. Ja, übrigens, trauriger Anblick, ne? Guck mal, der ganze Hof ist komplett leer, keine Gebrauchwagen da. Was für ein Gebrauchwagenhändler sehr schwach ist. Naja gut, ich habe mich auch letzte Zeit viel mit meinen eigenen Fahrzeugen beschäftigt. Dementsprechend konnte ich ja gar keine Gebrauchwagen hinstellen. Und Gordon hat auch Urlaub. Das heißt, da müssen wir jetzt was dran machen. Aber gut, der neue Bestand kommt ja. Ab morgen geht das in der Hinsicht los. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal Ende der Woche irgendwie nach München fahren. Das kann auch was werden. Ich weiß auch gar nicht, wie das alles mache. Das kann alles noch so viel Scheiße auf einmal werden. Das ist noch so ein bisschen problematisch. Aber ihr wisst ja, Probleme sind da, um gelöst zu werden. So, Scheibe zu, falls wir nachher noch Regen kriegen. Ich traue den Wetter nämlich gar nicht. Weil wie gesagt, es geht langsam in Richtung Herbst. Und Herbst ist scheiße, weil bei Herbst kannst du nichts planen. Du weißt mir nicht, was kommt. Oha, ich höre die KTM. Ja, ich höre sie. Fährt hinten rum, den Schleichweg. Gordon ist auch da. Ungefähr gleichzeitig, läuft bei uns. So, Tor auf. Dann mal kurz gucken, ob wir ein Paket gekriegt haben. Glaube ich aber nicht, oder? Ist das Neues? Nö. Noch nichts. Und dann muss ich diesen Tag irgendwie planen, weil ich bin noch ein bisschen planlos. Was mich auch ein bisschen stört tatsächlich. Weil ich brauche einen Plan. Ohne Plan ist die ganze Nummer hier alles kacke. Aber naja, ist halt nicht ganz so easy. Oha, ist schon wieder irgendwas los mit meinem Tüdelband hier. Das Absperrband vorne hin machen und mal gucken, wie lange das dauert. Obwohl, ich glaube, heute werden wir nicht viele Touris haben. Das ist
Touri-Zeit ist vorbei. Jetzt im Herbst kommen noch wieder welche, denke ich mal. Aber sonst wird es wahrscheinlich einigermaßen laufen. Gut, ich würde sagen, an die Arbeit. Wir schauen, wir planen. Ich muss Gordon auch erstmal meinen Plan einweihen, dass ich morgen mit mehreren Fahrzeugen los möchte, Autos holen. Ich glaube, das fährt er nicht so, weil Gordon ist halt nicht so der hier, nicht so der Typ für Menschenmassen. Aber das ist das Beste, was ich machen kann, den ganzen Kram auf einmal irgendwo hinzutüdeln. Nachher kommt nochmal ein Meriva-Kunde, der Meriva gekauft hat bei uns, weil er ein Spiegelglas verloren hat an der Fahrerseite. Den Wagen gekauft, ist losgefahren mit dem Ding und nach der Arbeit, Tür zugemacht, Spiegelglas abgefallen. Hab ich ihn angeschrieben, sag mal, was stimmt denn da nicht mit? Ich sag, ja, ist halt Meriva, ne? Da kennen wir uns halt mit aus. Meriva Lifestyle, hier das neue Spiegelglas. Das habe ich gesponsert. War ja nicht teuer. So ein Spiegelglas kostet für so ein Auto 11 Euro oder sowas. Mit doppelseitigem Klebeband unter. Also sind wir Schmutz. Das machen wir natürlich. Das ist Gottes Willen. Aber ganz schön witziger Zufall. Hast du eine Kiste gekauft? Tür zu, clear, Spiegel kaputt. So, wir haben mit 10 Uhr. Die Luft bei Gordon in der Halle ist ganz schön am Brennen. Also diese hier. Diese mit der Hochdruckpumpe von dem Meriva, das ist eine ganz schöne Aktion. Ne? Also das ist jetzt nicht mal eben so wie bei einer alten Karre, mal eben so eine Pumpe rausschmeißen und wieder reinsetzen. Gut, das wusste ich schon vorher. Das war halt so ein bisschen das Risiko. Das ist halt eine ganz schöne, eine Riesenaktion ist das. Komm da mal dran. Happy Birthday, Alter. Naja, auf jeden Fall, das ist mir jetzt gerade, jetzt ist da gerade Gordon seine Baustelle. Ich brauche auch eine Baustelle. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen im Autohandel orientieren, weil das hilft alles nichts. Wenn wir uns damit nicht orientieren, dann haben wir schon mal einen schlechten Sprung gemacht. Ich möchte tatsächlich ja heute noch TÜV machen. Also wenigstens die Grundlagen des TÜVs machen. Haben wir zwei Autos am Start. Ein Auto, was aufbereitet werden muss. Geht das hier? Nee, ich glaube, ich habe den Schlüssel mitgenommen, ich Idiot. Aber ist ja egal. Wir haben ja einmal dieses... Eigentlich habe ich drei Autos auf dem Schirm. Gordon hat ja auf jeden Fall zu große Baustellen jetzt gerade. Den kann ich momentan mit nichts anderes belasten. Der wird damit auf jeden Fall noch... Jetzt habe ich den falschen Schlüssel mitgenommen. Das ist ja von dem Wagen meiner Mutter. Jo, ist halt. Erstmal erklärt, was los ist. Pass auf. Den will ich erstmal aufbereiten gleich ein bisschen. Bisschen waschen und so. Innen ist er schon sauber, also ziemlich sauber. Diesen Wagen müssen wir uns auf der Bühne nochmal angucken, ob der was taugt. Wir werden eine Zahlungnahme für den Corsa C. Und diesen hier, den müssen wir mal das Radio mal abklemmen. Das Radio, was ich jetzt mal gelesen habe, ist über CAN-Bus gesteuert. Das kann der Grund sein, warum ich nicht in das Steuergerät reinkomme, in das ABS-Steuergerät. Mal schauen, das ist entweder oder, ne? Aber das ist auf jeden Fall mal interessant. Wir fahren mit dem Meriva an, weil der TÜV fertig ist und dann kann der jetzt zum TÜV handeln. Und dann gehen wir weiter über den Seat mit dem Radio auf diesen Citroën. Das heißt, heute ist pure Autohandel-Alltags-Action, dass wir bestehen haben. Und morgen ist dann die riesengroße Autoholaktion. Und ich will parallel nochmal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Der ist das. Irgendwie hinkriege, den hier, den Dings von da zu kriegen. Den Cressida, das ist aber auch später diese Woche noch. Ah, ich werde ja mal scheiße, Alter. Ich kann aber einfach hier die Schlüssel beide mitnehmen. Aber nein, ich laufe wieder einzeln. Voll effizient heute. Aber ich bin auch ein bisschen müde bin ich noch. Ein bisschen neben der Spur bin ich heute. Aber gut, das sage ich ja öfters. Na, parallel dazu ist Fiete gerade rausgefahren. Das ist schon mal ganz cool. Weil bisher Fiete zahlt die Miete. Jetzt habe ich den richtigen Schlüssel. Zack. Für dieser Meriva hier. Steht eigentlich ganz gut da. Auch gar nicht mal so eine mega schlechte Ausstattung. Ich meine, der ist jetzt nicht so, wie den Gordon jetzt gerade macht. Aber 140.000 gelaufen. Klimaautomatik und Pflegezustand, würde ich sagen. Beim Rennerauto halt. Ne? Das war ganz cool. 1,6er 16V. Hat aber einen Mangel. Was bei dem Auto blöde ist. Die Heizung soll schwach sein. Oder schlecht funktionieren. Das ist immer Riva-Kranker mit Klimaautomatik, da sind irgendwelche Lüftungsklappen drin. Und da habe ich wiederum keine Ahnung von. Das heißt, wahrscheinlich werde ich den Wagen mit schwacher Heizung verkaufen. Ich fresse das erstmal aus jetzt. Wenn ich mir gerade überlege. Deswegen habe ich die Heizung erstmal angemacht. Jetzt gleich, wenn ich ein bisschen sauer machen bin, lasse ich ihn einfach mal laufen und warm laufen. Der hatte noch einen halbvollen Tank. Mal gucken wir. Aber so technisch so macht er einen soliden Eindruck. Bremsen gut. Es passt alles. Der ist sauber, der ist gepflegt, der ist nicht abgeritten. Also ich glaube, der wird nicht lange stehen, aber. Naja, eine Karre mit schlechter Heizung ist auch ein scheiß Auto, ne? Mal schauen, wie wir das tüdeln, wie wir das machen. Aber wisst ihr, wie das ist. So, ich putze den erstmal ab, den Wagen von außen, danach von innen. Und dann kann der nachher wissen, schon mal zum TÜV. Das wäre schon mal ein Anfang. Hoffentlich geht die Heizung ja doch. Ich habe die einfach mal angeschmissen. Mal zu gucken, was Phase ist. Dann sehen wir, was ist. Aber diese scheiß Klimaautomatik, Meriva ist immer so ein Problem. Dann lieber so ein alter schöner Handregler, der schön in den Wärmetauscher reingeht.
was man früher so kennt. Und der Scheiß funktioniert dann einfach und gut ist das. Ohne irgendwelche Steuerteile, Steuergeräte oder Stellmotoren. Neue Erkenntnisse bei Gordon, seinem Meriva 1,7 CDI-Projekt. Der Zahnriemen ist um einen Zahn falsch aufgesetzt. Das könnte schon sein, dass die Karre deswegen nicht läuft. Es ist gerade dabei am Fummeln und setzt gerade den alten Zahnriemen an einen Zahn richtig, spannt den mal und reißt den mal an. Kann sein, dass er jetzt schon wieder läuft. Aber das ist schon mal sehr interessant, warum der Zahnriemen nicht passt von dem Ding. Der hat nämlich unten zwei Markierungen und unten oben ist, kannst du ja festsetzen mit Schrauben und unten halt nicht. Und unten passt der ganze Kram zum Rest nicht. Ganz komisch. So, Meriva ist ein bisschen sauberer als vorher. Weil wir haben jetzt ja auch nicht unbedingt letztes Jahr ein günstiges Gebrauchtwarenhandelauto. Da haben wir jetzt natürlich nicht die höchsten Ansprüche. Und die Heizung geht, Alter. Die Bude ist kackwarm. Ja, Heizung geht. Das kann nichts mit. Ja, Heizung ist warm. Obwohl ich sagen muss, es ist jetzt keine Hammerheizung. Also es ist so, es ist warm, man friert hier drin nicht, aber ich würde sagen, normal hast du ja so eine Sauna, wenn du so reinkommst. Also geht die Klimaautomatik scheinbar von der Karre noch. Das ist schon mal ganz cool, weil das macht den Wagen schon mal einiges besser für mich. Weil ich dachte, das ist nämlich defekt, haben sie mir wenigstens so gesagt. Aber muss man ja mal bei der Probefahrt mal austesten und dann nochmal heizen. Mit ein bisschen Drehzahler, Wasserpumpe und so. Mal gucken, was dann so kommt. So, jetzt klopfe ich eben für den Teppich aus, weil mir hat er nämlich nicht einen Dreck. Das ist ja sehr sauber, der Wagen. Das muss halt relativ, ich muss halt relativ fix gehen, so eine Kiste, weil der schon 2 Tage Schweißarbeiten gefressen hat. Aber gut, für Meriva 140.000, gute Ausstattung, das kann man machen, ne? Ich und meine Merivas, Alter. Also machen wir echt mal den bringt eure Merivas mit. Tag im Museum, Alter. Die Dinger, die verfolgen mich. Aber naja, schlecht sind die nicht. Muss ich tatsächlich so von mir selber aus behaupten. Und der hier ist tatsächlich auch vom Pflegezustand ganz cool. Aber guck, ist das Thermostat kaputt von dem Auto. Wollen wir den nachher mal Probe fahren? Also wir fahren den Profi machen wir zum TÜV nachher. Das kombinieren wir halt alles, ne? Macht ja ein bisschen mehr Sinn. Vielleicht wird er da, läuft er dann ja hier wieder dann kalt. Und vielleicht geht deswegen dann die Heizung nicht. Der Defekt des Thermostats ist tatsächlich nicht selten bei diesen Autos. Das haben die eigentlich relativ oft. Aber bei einem 16V ist doch relativ gut zu machen. Bei einem 8V ist ein bisschen mehr Arbeit. Gut, der kann das mal hier hinten auf dem Hof in den Audi. Weil der Wagen, der hat sich schon mal jetzt erledigt für mich. Der ist okay. Der kann erstmal nachher zum TÜV fahren und dann muss der TÜV mal eben sagen, was er davon hält. Und wenn der TÜV die Karre auch feiert, so wie ich, finde die auch gut. Aber zuschauen finde ich den sehr gut sogar. Mache ich mir eigentlich nicht viele Gedanken. Dann kann der eigentlich fast so rausgehen. Aber wie gesagt, ist halt eine gepflegte Rentnerkiste, ne? Das ist halt keine runtergerockte Gurke oder irgendwas, das Teil hier. Guck mal, allein schon, du merkst, dass sie Geld reingesteckt haben in das Auto, siehst du allein schon, dass der Nagel neue Michelin-Reifen drauf hat. Guck mal, Allwetterreifen von Michelin, Alter, die kosten auch mehr als das Auto gefühlt. Also ich kenne die nur mit Goodwide oder sowas. Schon solche Reifen draufschmeißt, dann bist du auf jeden Fall hinterher, dass du da hier ein bisschen ordentlichen Kram machen musst. Also Scheinwerfer nicht ausgeblichen und sowas. Ich glaube, das wird ein ganz gutes Verkaufsauto. Vor allem, wenn die Heizung dann wirklich auch funktioniert. Hoffe ich jetzt. Also ich bin jetzt guter Dinge. So, wir machen jetzt als nächstes den Seat. Den Seat Ibiza. Und da kümmern wir uns jetzt mal eben schnell darum, das Radio auszubauen. Das kann ein bisschen fummelig werden, weil ich habe nämlich gar keine Ahnung von. So ein Nachrüst-Android-Radio ist da drin. Und ich glaube, dass dieses Nachrüst-Android-Radio den Wagen so technisch gesehen ein bisschen lahmlegt. Über CAN-Bus. Und das ist dieses ABS-System da von so ein bisschen Lektüre. Das heißt, ich glaube das. Ich hab's von euch, eure Kommentare und ich lese natürlich eure Kommentare und wenn ich denke, dass ihr recht habt, was ich da in dem Fall will, ich auch denke, weil Patrick meinte zu mir, also Patrick hat den Wagen vorher gehabt, seitdem das Radio in der Karre drin ist, seitdem macht er diese Mucken. Und ich meine, 121 gelaufener Ibiza im wirklich richtig guten Zustand so, also rein optisch, allein schon rein technisch auch, wie ich merke, wird er schon irgendwie einen Grund haben, warum das so ist. Also wenn wir jetzt mal eben so gucken, das Einzige, was mir mit dem Auto negativ auffällt, optisch gesehen wenigstens, der Kotflügel hier ist verdellt. Fragt mich nicht, wie das hingekriegt hat, aber da ist auf jeden Fall immer hängen geblieben. Sieht man das auf die Kamera ganz schlecht, aber der ist verdellt und ich glaube, der wurde mal hier hinten rechts nachlackiert. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das Lackbild so ein bisschen anders ist, aber es kann mich auch irren, ich weiß das nicht genau. Weil ich und moderne Autos, wisst ihr selber, das ist nicht gerade so meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz ist eigentlich eher irgendwelcher alter Scheiß, den ich schon seit 20 Jahren schon kenne, so, weißt du, am Laufen halten. Das ist meine Gurten-Kernkompetenz. So. 1,2 Liter Dreizylinder ist hier drin. Und hier eine Klimaanlagensteuerung, die beim Kaltstart immer klonk, 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 klonk macht. Danach ist es weg.
Also es hängt, glaube ich, mit dem hier, mit dem Radio zusammen. Außerdem, das Radio drin ist. Ich habe ein bisschen Schiss, das auszubauen, Alter. Musst du doch irgendwie rausbrechen mit einem Schlitzschraubenzieher oder sowas. Aber mit Android, das ist eigentlich voll cool. Das ist das Bessere in dem Auto, finde ich. Ich habe noch ein Originalradio liegen für den Wagen tatsächlich, das früher in Tinesea drin war. Aber ich hatte da, glaube ich, keinen Code für. Hier, deswegen sind wir jetzt hier. Wegen der ABS-Funze, die blinkt. Und du kommst nicht mal das ABS-Steuergerät rein. Das ist übrigens alles, außer das Reifendruckkontrollsystem, das ist, glaube ich, eine andere Sache. Die beiden sind miteinander verbunden. Das heißt, wenn eins läuft, ist das andere aber meistens auch an. Das Bild hier mit dem Ferrari, Alter, was ist das für ein Teil hier? Auch sehr interessant. Aber für meine Verhältnisse erstaunlich gutes, zuverlässiges Auto. Also das ist echt, also eine Gurke ist das nicht. Vor allem von 2012, Alter. Da hat er herausgehauen. Wie gesagt, er hat jetzt einen Leasingwagen gekriegt von VW. Und hier dementsprechend ist er raus. Alter, da ist ein Staubsauger reingeschmissen. Patrick, Alter, wirklich. Ja, danke, Mann. Coole Nummer. Es bleibt auf Tür. Ja, geht doch. Guck mal, das Ding sieht so frisch aus. Das ist komplett sauber. Das ist nichts irgendwie ran dreckig oder runtergefummelt oder irgendwas vom Feinsten. So, ich hole mir mal ganz kleinen Schlitzschraubenzieher und guck mal, ob ich das hier rauskriege, das Radio. Weil das müssen wir jetzt mal abklemmen und dann lesen wir die nochmal aus und gucken mal, ob wir in das Steuergerät reinkommen. Wenn das dann nicht so ist, dann fahren wir nach Peter und fragen Peter nach Umrat. Also einen richtigen Mechaniker, der nur mit solchen Fahrzeugen arbeitet. Ne, in seiner Firma halt oder halt, wo er halt arbeitet. Und wenn das nicht klappt, wenn das klappt, dann weiß ich auch noch nicht. Wir müssen mal gucken, dass wir das Cambus-Kabel von dem Radio da irgendwie entfernen. Wenn das Cambus-Kabel von dem Radio ab ist, müsste ja rein theoretisch auch funktionieren, weil dann kann er wohl nicht mehr den Wagen auslesen während der Fahrt. Aber er kann dann hier einfach Musik machen, was ein Radio auch nicht machen soll. Und alles andere ist das Schnickschnack. Alter, ich hab ein bisschen Schiss jetzt mit dem Ding hier rumzuhebeln. Easy going, Alter. Einbaurahmen und 4 Schrauben. Richtig mit dem Schlitzschraubenzieher gedreht. Geil, das geht sogar, Alter. Wie geil. Brauchen wir nicht mal aufstehen, mir einen Torx holen. Das ist richtig für faule Leute hier. Läuft. Nee, guck hier. Stecker abgesteckt vom Radio. Mal gucken, was passiert. Ja, sehr gespannt. Wie bringt das schon was? Das ist ja schon die Lösung. Aber ich glaube das nicht, Alter. Das wird doch einfach zu einfach. Das ist so eine 3-Minuten-Reparatur, oder was? Was ein Getüdel. So, ABS ist schon mal noch an, das sehe ich. Aber gut, das ist ja auch vorauszusehen. Oder sollen wir starten die Worte? Ja. ABS soll noch. Jetzt gucke ich mal, ob ich ins Steuerrad reinkomme. Hier komme ich jetzt ja durch. Wenn nicht, kann ich mir mal einen neuen Laptop holen. Ich habe nämlich tatsächlich aus der Community einen richtig geilen Auslese-Laptop geschenkt gekriegt. Der soll alles Mögliche können. Vielleicht kann der den ja auch auslesen. Jetzt sind wir da schon einen Schritt ahead damit. Aber jetzt nehmen wir mal einen großen Tester. Ich habe diesen großen Lounge-Tester hier. Der ist eigentlich auch nicht verkehrt. Der kann eigentlich auch also ziemlich alles kapieren und alles tüdeln und machen. Das weiß ich aber noch nicht. Wünsch mir Glück. Immer noch kein ABS-Steuergerät. Das ist schon mal komisch. Jetzt gehe ich mal schauen, ob ich Sicherung von dem Ding finde. Muss ich aber vorher. In der Anleitung steht es eh nicht drin bei so einem Auto, ne? Ich würde mal gucken. Vielleicht kann ich ja. Die Sicherung ja kaputt. Ist da gar kein Saft drauf. Weil wenn ich es nicht mal finde, muss ich ja einen Grund haben. ABS-Sicherung im Fußraum habe ich gescheckt. ABS-Sicherung im Motorraum. Am Batteriepool habe ich gescheckt und naja, immer noch unverändert. Ne? Lampen sind immer noch an. Das heißt, ich upgrade jetzt mal mit meinem Tester und gehe mal einfach Größeres. Mal gucken, ob ich damit tiefer komme in die Karre. Aber es ist schon mal komisch, dass ich gar nicht in dieses ABS-Steuerrad reingehe. Vor allem, ich habe Gordon seinen kleinen Tester, der kann ABS separat anwählen. Auch eine Idee vielleicht. Mal schauen. Angekommen hier in der Abteilung mit der komischen Baustelle seit lang. Aber die Schrauben müssen auf jeden Fall raus, die Halteschrauben. Ja, das ist klar. Die Schrauben wollen noch raus. Aber wir können es ja mal so probieren. Das wurde aber erledigt danach. Aber die sind fest. So, warte mal. Du bist jetzt, würde ich sagen, du bist auf OD, ja? Bist du. Da hinten immer die Gegenmarkierung. Das passt. Und der war vorher ein Zahn daneben. Die Frage ist, ob das war oder nicht war, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein harter Grund, ne? Wieso wird das hier so schwer jetzt? Ja, sonst müssen wir den Filter zusammenbauen hier noch, den hier, diesen Scheiß anschließen. Ja. Den Stecker ranstecken, warte. Filter ran, Stecker ran. Und dann mal gucken, ich will einfach mal anschmeißen und gucken, was passiert. Ich meine, der Zahnriemen ist jetzt nur da, Keilriemen, alles ist hier ab, aber der müsste jetzt ja eigentlich laufen. Meinen Sie, soll das ihm auch wieder ranbauen? Nee. Das ist doch nur, was ist das? Das ist Zahnriemen-Runterrutschschutz, ne? Ja, müsste aber. Erstmal nicht, oder? Ach, für einen kurzen Motortestlauf. Oh, hier, das geht so aus. Das ist schon mal keine Spannung drauf. Da bin ich ja gespannt.
Wollen wir den bei Handfeuer durchdrehen oder gleich direkt auf Redneck? Nein. Direkt auf Redneck? Nein. Mit der Handfeuer durchdrehen? Ja. Also, wenn, ja. Aber die Markierung passt doch. Der ist in der Gegenmarkierung. Das dauert ihm wieder 2 Minuten zu lange. Ja, kennst du ihn doch. Mach an, ist sein Auto. Lass mal eben kurz die Schraube hier festziehen, hier, dass er keine Luft zieht. Über den Filter. Auch noch hin. Fest. Rangefummelte Hand, habe ich da schon. War da nicht noch? Ah, nee, war nur die Kappe. War noch. Genau, ich habe die Kappe nur mit der Hand festgeschraubt jetzt. Hab den, ja, hab den Stecker schon rangemacht. Heißt, dauert zu lange. Ne? Ja, eigentlich ja. Ja, hast du schon recht. Dauert zu lange. Nee. Kennst mich doch. Ja, nee. Ja, gut. So. Aber Markierungen passen doch. Was hat damit. Haben wir ihm einen Zahn jetzt versetzt. Ist alles also, richtig, ja? Also, in meinen Augen ja. Vielleicht töten wir ihn jetzt auch einfach und das hat Thema für immer gegessen. Ist da noch Sprit drin, ja. Ja. Allerdings hat er jetzt auch Luft drin, ne? Das heißt, es ist ein Wasser. Das ist ein Kammerbär. Ich glaube, der musst du nicht entlüften. Eigentlich sollten die das so können. Soll ich mal drehen? Weiß nicht. Ja, ich weiß. Was passiert? Ja, guck du mal eben den. Guck mal, achte nur mal ein bisschen auf den Riemen, dass da nichts mehr passiert. Ich hab's Zündung schon an. Warte mal, ich brauche Luft. Licht. Ja. Versuch mal. Ich dreh nur mal ganz kurz an jetzt. Ja. Sieht so erstmal gut aus. Sei einmal durch jetzt? Weiß nicht. Ja. Gut. Müsste durch sein. Dann werde ich jetzt starten. Ja, durch. Oh. Ja, da war. Wollte er gerade kommen. Oh, ich zitter. Alter, ich auch. Das zittert nicht, aber schön aufregend. Nee. Nee, der ist dran. Der hat Luft noch drin, mit Sicherheit. Wahrscheinlich. Wo ist denn die Luftansaugung von dem Ding überhaupt? Das hier ja, ne? Ja. Ein bisschen Bremse hier rein vielleicht mal in zum. Ja, genau. Erwecken. Da sind noch 2 Kabel, sind die vielleicht wichtig? Scheiße, sind die vielleicht wichtig? Braucht der den. Das kann Nockenwellensensor sein, Alter. Nee. Nee, das ist hier Luftmengenmesser, ne? Aber es sind 2, oder? Sind nicht 2 gewesen? Ja, hier ist noch einer. Na okay, das könnte natürlich gebraucht sein. Wenn er nämlich keine Werte kriegt, dann kann der auch nicht laufen. Das habe ich mir abgebaut. Weiß ich gar nicht mehr. Also du hast den Luftmengenmesser auch schon nicht abgebaut oder Luftmassenmesser? Diesen Kollegen hier. Oh. Hat der 2 da einen Stecker? Der hat eigentlich nur einen gehabt, soweit ich das. Nur einen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Also der riecht auf jeden Fall schon mal nach Diesel, der Bock. Hä? Wo war der denn? Der war doch hier irgendwo dran. Da ist unten, da musst du eigentlich da dran sitzen, ja, diesen Deckel nur in der Hand hattest. Ja. Da musst du da zwischen sitzen. Und das heißt, der hier, der ist Motorlager, das ist Dings, das ist unten, das ist Plastik. Hier ist der dran gewesen, am Rohr. Da ist er doch, steck doch mal dran. Einfach nur so pro forma. Ja. Gucken, was passiert, ja, dass er den hat. Haben wir immer noch einen Stecker, der fehlt, aber den werden wir mal ignorieren. Also, ich kann auch immer Luftmasse messen. Ich habe hier noch ein bisschen Luftmassenverstärkungsmittel. Alter, gleich haben wir einen Diesel Runaway. Pass mal auf, auch gefährlich. Alter, hör auf. Was machen wir denn dann? Müssen wir die Luftansaugung zustopfen. Dann muss erst der Schlauch ab. Dann müssen wir hier einen Lappen reinstecken. Damit der Turbo keine Luft mehr kriegt. Weißt du, was ich wo reinstecke? Ich stecke mich aus dem Tor raus. So sieht's aus. Ich bin doch nicht des Wahnsinns. Na, ich würde wahrscheinlich rumhebeln. Ich weiß nicht, was ich mache. Wir probieren mal so zu starten. Warte mal. Ja. Kann hier nichts passieren? Nee, das dreht ja nicht mit. Die Scheiße dreht ja alles nicht. Nein, das kann nicht passieren. Das geht. Was ist das? Ich glaube, der war, glaube ich, gar nicht angesteckt. Bei der Ausstattung oder was? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Sollen wir nochmal probieren? Erstmal ohne Bremsen, Reiniger? Ja, versuchen wir mal. Ah, komm, wir probieren nochmal. Denk 7,5. Der läuft genauso gut wie vorher. Weiß ich gar nicht. Hat der ein Gaspedal hier oben? Nee, nee, ist eh Gas. Elektrisches Gaspedal. Jo. Jetzt läuft der. Jetzt kann der Lieferservice, wenn die Steuerzeiten nicht stimmen würden. Findest du nicht auch? Ich
verstehe. Nee, ich auch nicht, aber so vom Ding her so, ne? Warte, ich hüpfe da mal rein und ich drück mal aufs Gaspedal. Ich drück mal auf das elektronische Gaspedal mit meinem Fuß. Geh mal so einen ganz kleinen Schubser Bremsenreiniger. In der Luft im System habt ihr die nämlich los. Ich halte das. Vibrieren ist was anderes. Ich halte gerade Gas, ne? Alleine läuft der nicht, ne? Weiß ich noch nicht. Aber er läuft schon mal besser wie ohne, wie vorher. Jetzt läuft er. Gibst du kein Gas mehr? Doch. Bisschen. Das bleibt doch kaum noch. Ha! Das war's, Alter! Ey, der Gurt, ich fall um! Ich fall um! Ja, ein paar Sekunden laufen lassen eben. Nein, das funktioniert. Sieht gut aus. Alter Gordon, der ist das Haar rübergesprungen. Professor Dr. Pohlmann hat... Alter, geil, echt jetzt, geil. Gut geguckt, Mann. Ich bin voll vor zwei Sekunden war ich noch überfordert. Egal, der läuft jetzt. Das ist es. Das war's gewesen, Mann. Das war's, Alter. Da war der Zahn rübergesprungen. Alter, wie schön er jetzt läuft. Aber wie eine Eins. Ein neuer Zahn. Also ist das beim Diesel anders? Dann läuft der anders, wenn der Zahn rübergesprungen ist. Ja. Weil so läuft da kein Benziner dann. Ja. Ja, der hat ja scheinbar, denke ich mal, irgendwie einen falschen Wert gehabt. Und das Steuergerät hat er den nicht einspritzen lassen. Dann. Kann man jetzt ausmachen? Ja, kann man aus. Alter, ich kann das noch gar nicht klopfen. Ich auch nicht. Geil! Wo ist der Hitter? Da. Sauber. Alter, das war's. Gute Arbeit. Ja, gute Arbeit. Echt jetzt? Noch ist was nicht zu sagen. Nein, war schon gute Arbeit. Alter. Aber ich sagen, dass den Zahnreiniger trotzdem neu machen. Haben wir liegen. Oh, bitte. Ja, da weißt du, was das für eine Aktion war. Ja, die haben wir da. Der ist doch schon, der wird ja einen Grund haben, warum der übergesprungen ist. Max, das war eine Aktion. Ja, aber lass neu machen. Komm, haben wir da. Liegt schon vorne. Gut, dann mach mal, geh mal weg. Ich erzähle dir dann das Neue. Komm, wir holen den mal eben. Dummerweise muss ich zugeben, du hast ja recht. Ja, das ist halt. Der muss sich ja gelenkt haben oder sowas, Alter. Das ist halt übergesprungen. Das ist echt. Alter, ein Zahn übergesprungen. Aber ich weiß, weil ich ja weiß, was das eben für eine Aktion war, ihn aufzulegen. Ja, das ist scheiße. Weil ich ihn zweimal aufgelegt habe und jedes Mal hat er dann die Kurbelwelle verzogen unten, weißt ja. du? Weiß ich, dass das jetzt dieses Mal mindestens dreimal so lange dauern wird, weil das ist immer so beim zweiten Mal, weißt du, ich weiß nicht, wie ich das mache. Aber du, was soll's, Alter, was soll's. Er läuft wenigstens schon mal. Alter. Der war ja gerade voll da, der lief, Alter. Der läuft wie eine Eins jetzt. Alter, das ist ja unglaublich. Ich guck da unten hin, ich sag, Alter, das kann, das stimmt. Passt aber, nicht, passt zu Sven seiner Geschichte. Der hat den Wagen gekauft in Papenburg, ist den Dreiviertelweg gefahren und dann ist die Kiste... Es lief die Kiste wie Scheiße. Da ist der Zahnriemen über gesprungen. Da springt ein Zahnriemen über, das ist doch auch nicht einfach. Da war schon mal einer bei, sieht man, dass man da reinguckt. Da war doch schon mal einer am Zügeln. Hier liegt er. Wenn der das falsch zusammengebaut hat. Da war schon mal, also, ist eine gute Frage. Weiß ich ja nicht, ne? Ich auch nicht. Also, Sven hat ihn ja auch nur gekauft. Der hat ihn für 900 Euro gekauft. Mit ein bisschen Resthilfe. War eigentlich günstig für so ein Auto, fand ich. Weil es nicht teuer. Naja, und das ist ungefähr das Ding. Harry! Da läuft na, mein Junge, da läuft der einfach. Da will ich nicht essen, das sieht scheiße aus. Professor Pohlmann hat heute schon Geld verdient. Ja, heute hat er sich bezahlt gemacht. Nee, was habe ich gemacht heute Morgen? Gut, was ist denn das? Was ist das? Das ist Honeckers Rache. Das ist die Mausefalle aus der DDR, wa? Das sieht echt aus wie eine Mausefalle. Leute, als die DDR 89 aufgemacht hat. Ja. Da bin ich im Januar 1990 nach Lang-Burkersdorf gefahren. Ja. Lang-Burkersdorf liegt an der tschechischen Grenze. Ja. Dort habe ich einen LKW mit 1,5 Millionen Mausefallen gekauft.
Dein Ernst? Es war mein Ernst. Harry. Es war ein LKW voll, wie heißen die DDR-Autos noch? Robo? Robo? W50. Ja. Wahrscheinlich. Ein großer LKW W50. Der größte von denen. Ja, W50. Er war bis unter das Dach voller Mausefallen. Du hast ihn gekauft, und ich kam damit zu an, die wollten mich schon zum Psychiater bringen. Und dann haben wir die Mausefallen verkauft, 3 Stück, 1 D-Mark. Die ging weg wie Sau, oder? Und wir nannten sie in der Werbung Honeckers Rache. Wir haben diese Dinger verkauft wie blöde. Geil, Honeckers Rache, Alter. Also, wenn in jeder Falle, die ich verkauft habe, auch nur eine Maus gesessen hat, gibt es in ganz Ostfriesland nicht eine einzige lausige Maus mehr. Ja, du bist verrückt, echt. Und gestern, du bist echt verrückt. Und gestern im Café, da sagt unsere Kaffeetante, unsere liebe Hilda. Wir haben Mäuse. Haben wir. Ich sage, Hilda, das musst du mir doch sagen. Ich komme sofort mit Honeckers Rache. Habe ich ja heute Morgen Speck reingetan. Ja. Jetzt warte ich da darauf, dass die... Dass die da. Also, wir dürfen unsere Männer erst nicht holen. Honeckers Rache, Alter. Der Typ. Der Typ ist da. Brauchst du in der Küche auch. Das ist der große. Erich Honecker schlägt zurück, sagst du. Honeckers Rache. Nutzt ja nichts. Honeckers Rache. Hast du das registriert auf deinem? Ja, ist drin. Das ist ganz gut, ja. Übrigens, Hintergrund: Harry war früher Postenhändler. Er hat hier früher eine Warenhauskette gehabt, namens Sagenhaft. Weißt du, und er hat immer so hier Posten gekauft. Und die DDR war natürlich ein großer Spielpunkt, ne? So viel gekauft da drüben dann. Ein LKW voll Schippenstiele. Schippenstiele? Schippenstiele. Das war damals das Geschäft. Ja. Ja, das ist ein geiler Zahnriemen, der so eine Geschichte. Jeder wollte. Nein, dieser Zahnriemen, die kommen ein bisschen mehr ab. Plötzlich wollte jeder einen LKW von dem LKW einen Schippenstiel haben. Ja, glaube ich wohl. Aber die sind ja auch cool, so aus Blech. Ja, ja, Blech. Coole Dinger. Ja. Das ist ja gar nicht. Ja. Ich glaube, hat Margot Honecker selber erfunden. Wahrscheinlich. Ja, ach du Scheiße. Ja. Erstmal ein paar Trabis kaufen sollen damals. Also das gucken wir, ob wir damit reinkommen. Inzession der Fahrzeugkommunikation. Miteinander reden, die beiden. Ob der da reinkommt, bin ich ja sehr gespannt. Oh, der klickt. Also die reden miteinander. Alter, der kriegt den. Der kriegt den ausgelesen. Ich sehe es, ja. Autocom ist cool. Wenn das auch noch klappt, Alter, dann mache ich den Tag rot im Kalender. Besonderer Tag dann, ne? Der ist bestimmt was nicht. Der Diesel tüdelt. Das ist unheimlich, denn. Das ist echt gruselig. Da kann was nicht richtig sein. Wird initialisiert, 100%. 100% ist ein anderes Ding. Lenkwinkelsensor hat ATU mal neu gemacht bei der Karre. Das weiß ich. ESP-Sensoreinheit, Steuerrät nicht kodiert, ist komisch. So, löschen. Aber jetzt nur mal so, wenn diese Kodierung da nicht kodiert ist, dann ist das scheiße. Ja. Das muss doch kodiert sein. Aber die Frage ist, ob Peter das kodieren kann, muss ich Peter mal fragen. Oder ob das Ding da vielleicht kodieren kann sogar. Ja. Oder das ist, wie gesagt, der tüdelt jetzt gerade alles nochmal durch. Siehst du das? Klick-Klack. Ja. Aber der ist schon mal drin. Das ist eben keine Fehler kurz gefunden. Aber das hast du ja auch gelöscht eben. Ja, ja, gut, aber das ist ja, wenn da keine mehr da sind, ist das schön. Refresh. Das sieht ja dieses Auswählen. Ich will ja nur das eine auslesen. Also immer so weit wie ATU bei dem Auto, war. Die haben auch nur so einen ähnlichen Tüdelkram ausgelesen wie das. Wir konnten den Fehler kurz auch löschen, aber die sind sofort da, weil das Steuerrad nicht kodiert ist. Das heißt für mich jetzt, was mache ich jetzt? Ich habe Peter jetzt gerade mal gefragt, ob er Zeit hat. Fahr ich die Tage oder nachher, da fliegt er vorbei. Dann soll das Ding für mich einmal so ein heller Gutmann-Ding da auslesen. Vielleicht kann er den ja auch kodieren. Das kennen die Dinger, glaube ich. Ja, und wenn nicht, muss die Karre halt nach Seat hin oder nach VW. Aber das will ich natürlich verhindern unbedingt. Weil da steckt auf jeden Fall irgendwo so eine Gurke drin, sage ich mal, was nicht ein normaler Typ beheben kann. Aber ich will auf diesen Wagen neue TÜV machen. Der Wagen hat jetzt ja auch noch ein halbes Jahr TÜV oder so. Über ein knappes Jahr, ich bin nicht ganz sicher. Aber den Fehler hätte ich ganz gerne weg. Ja, natürlich auch für den Wagen einiges wert steigern, ne, wenn er keinen Fehler hat. Gut, aber das Thema ist schon mal durch. Das kann erstmal jetzt wieder warten, das Auto hier. Damit ich weiß, was bei Peter so abgeht. Und wir machen jetzt weiter mit diesem Citroën da vorne. Weil den haben wir als Inzahlungnahme gekriegt. Und der hat noch ein halbes Jahr TÜV. Und die Frage ist jetzt, ob der was ist. Ist Rest-TÜV-Bude für irgendwen zum Reiten? Oder ob der vom technischen Zustand
noch so ist, dass man den vielleicht sogar noch mal durch den TÜV bringt, dass man eine Bude hat, damit 2 Jahren TÜV. Also Bude passt ganz gut zu dem Ding. Wie gesagt, das ist halt ein alter Citroën C1. Ist nicht unbedingt das Traumauto von der Welt, aber wenn das Ding jetzt funktioniert, Alter, und das Ding fährt von A nach B, bringt dich trocken dahin, weißt du, dann ist es auch okay. Kann man auch gar nicht meckern. Das ist doch ein total okayes Auto. Finde ich so vom Ding her. Das ist so mein Gedanke. Naja, gut. Gucken wir mal. Boah, alter Schwede, muss man echt mal Gordon lassen. Ne? Der hat den Fehler an den Dingsen gefunden. An dem Meriva, das Steuergerät, was ich gekauft habe. Die Pumpe kam wieder zurück. Ne? Die brauchen wir nicht. Die ist gar nicht kaputt. Das war einfach nur Steuerzeiten. Verrückt. Total krass. Hat er geil gemacht, Alter. Wirklich. So, gucken wir mal, was das hier eins so macht. So, ich würde sagen, gurkig ist er ein bisschen. Sitze, guckst du so ein bisschen da mit der Naht offen und Lack ist auch nicht mal so der Hammer rundum. Aber wenn er technisch okay ist, man, zum Fahren reicht das Ding doch noch nicht. Der hat sogar noch ein halbes Jahr TÜV, glaube ich, so wie der jetzt hier steht. Wie gesagt, ich glaube ein halbes oder ein glattes halbes. Hier ist ein TÜV-Bericht, warte, ich kann da mal reingucken. Der ist vom TÜV Nord, nee, von April 25, Dekra. Wird denn geprüft? Kenne ich den? Ne, den kenne ich nicht. Doch, den kenne ich. Klar kenne ich den. Das ist sogar einer der Pingeljahren. Ich sage dir, wie der heißt, aber der ist auf jeden Fall der Prüfmeister Neuwagen. Und der ist schon ziemlich wild dabei. Den habe ich schon mal gehabt als heißenden Prüfer. Bin fast auf die Schnauze gefallen bei ihm. So, gucken wir mal. Erstes Dings ist ja Bremse. Funktioniert sie. Einmal auf dem Bremsenprüfstand, einmal drauf und einmal voll in Eisen. Zack! Junge, der, als wenn er einen Anker schmeißt. Warnlampen sind auch keine an. Fensterkurbeln hat die Karre, finde ich ganz cool. Der hat keine Ausstattung. Braucht ja nicht immer so viel Schnickschnack in der Karre. Boah, Junge, wieder Anker. Boah, Bremse 20%. Ist okay. Ist nicht der Hammer, aber ist okay. Handbremse? Sieht gleichmäßig. Ja, links ist ein bisschen schwächer, seht ihr das? Aber das ist für den TÜV okay. Für den TÜV reicht das. Wir wollen jetzt ja keinen 200.000 Euro Gebrauch von euch da drin, sondern einfach nur unseren Zahlungnahme sozusagen jetzt möglichst gut in Anführungsstrichen verkaufen. So, gucken wir mal, was hat. Sonst laufen wird der gut, ne? Dann läuft die nur weg, das Ding hier. Mega dreckig ist der jetzt auch nicht, muss ich sagen. Optik natürlich ist, wie gesagt, ziemlich gurkig. Auspuff ist, würde ich sagen, minimal undicht. Das könnte eventuell sogar noch für einen Abgastest reichen. Nur mal schauen, ob der irgendwo groß raussifft oder sowas. Aber wenn er so ein bisschen, so ganz, ganz leicht ein bisschen tüdelt, da rechts mal für eine AU. Gibt es da auch kein Problem mit dem TÜV. Mal schauen. Weil jede Arbeitsminute, die wir uns sparen bei dem Auto, ist halt eine Arbeitsminute, die wir uns halt sparen und die uns weniger Geld kostet und die diesen Wagen letztendlich im Verkauf günstiger macht. Also Win-Win für den Kunden und für mich in dem Fall. Weil ich spare mir auch die Arbeit. Ah, auch geil, ne? Das sind übrigens Fahrbahnmarkierungen. Einfach so ein Ding gewesen, haben gerade eine Straße neu markiert. Und da kam ein Krankenwagen, da musste der Vorbesitzer ausweichen mit dem Auto. Und der musste halt irgendwo hin. Und dann musste der halt auf die frische Fahrbahnmarkierung fahren. Auch wenn er das nicht wollte, musste er aber halt. Und dann hat er halt, naja, war nicht so geil, hat er erzählt. Der hat sich nicht so über gefreut, aber was soll er machen? Muss ja irgendwo hin. Und jetzt hat er vor die coolen hier Rallye-Streifen an der Seite, wenn man dort so sieht. Purer optischer Zustand ist wirklich gurkig, muss ich sagen. Also Stoßstange hinten ist hier ohne Klarlack komplett. Stoßstange vorne ist auch ohne Klarlack. Das Auto selber hat 190.000 gelaufen, ist auch gar nicht mal so mega alt. Ist das 2005 oder so ist das Ding, weiß ich, kommt es gerade gar nicht. Also scheint gar nicht mal so das mega schlimme Auto zu sein. Nur das hier, wie gesagt, das ist halt ein bisschen scheiße hier. Hier, typisch französische Aufpralltechnologie. Ich sehe mal, wie der ganze Klarlack hier weg ist. Das sieht halt scheiße aus. Aber gut, das kann man auch in den Wagen nicht investieren. Das wäre Quatsch. Hier haben sie mal geschweißt. Da konnte man ein bisschen sauber machen und dann rosten vielleicht. Da ist mal neue Dingsen reingekommen. Stoßstange hinten ist ähnlich wie die Stoßstange vorne. Sieht halt scheiße aus. Aber naja, wenn es funktioniert, das Auto, was soll's? Das soll ja nur von A nach B bringen, trocken, ne? Ich würde es mit TÜV feiern, tatsächlich. Würde ich wirklich feiern. Aber wenn es halt keinen TÜV mehr hat, dann ist halt so. Dann müssen wir halt den Rest TÜV mitnehmen. Hier ist ja auch mal geschweißt worden, das ist auch ein Reparaturblech. Sonst sieht der Schweller eigentlich ganz gut aus. Hier dröhnt er ein bisschen, das ist der Dröhnpunkt. Da können wir mal einen Schweißpunkt nachher drauf machen.
Auspuff selber sieht eigentlich darunter auch ganz leicht. Naja, alle Schellen dröhnen so ganz leicht. Sieht aber, Alter, was ist ein Spielzeug-Auspuff, ne? Das ist, viel ist da ja nicht dran an dem Ding, ne? Ja, wir machen einen groben optischen Check und danach müssen wir halt nochmal eben mit unseren hier, mit der Hand ein bisschen am Wackeln und der ganzen Buchsen und sowas. Aber ich glaube, da wird nicht viel mit sein, weil das ein Kleinwagen ist. Bremse sieht gut aus. Belege, kann ich die sehen? Auch gut. Belege sind auch fast neu. 80% würde ich sagen so. Motor selber ölt nicht. Also wenigstens jetzt nicht. Nee, ölt gar nicht. Der ist voll trocken. Das ist sehr, sehr cool. Öl sieht uns mega alt aus. Bei Low Budget Auto ganz cool. Hier hängt ein bisschen Gras unter. Naja, jetzt nicht mehr. Das machen wir mal eben weg. Der Sauberkeit halt wegen, ne? Wollen wir ein bisschen ordentlich sein hier. Reifen sind okay. Spiel gucken wir gleich, wenn ich beide Hände habe. Bremse hier ist gleich. Trabbild ist gut. Achsmanschetten sind alle heile. Unterbodenschutz hat er null, ne? Vom Werk aus. Seht ihr das? Gar kein Unterbodenschutz. Aber da sieht er echt ganz cool aus. Oh, ich hab ihn falsch angebockt. Den hätte ich hier anbocken müssen. Naja, wiegt ja nichts. Bringt jetzt keinen um. Oh, Hinterachs. Träger, Scheiß, alles. Das ist ein bisschen gebräunt. Aber, jetzt, ich habe noch keinen Hammer in der Hand, aber ich glaube, ich brauche den auch nicht. Hinterachsbuchsen. Naja, oh, ein bisschen älter schon. Da müssen noch gehen. Hier ist ein Loch. Hier ist er durch. Da muss er geschweißt werden. Komplett. Die ganze Seite. Seht ihr das? Von hier bis hier. Das muss gemacht werden. Okay, das können wir ja gleich noch machen. Endspitzen sind heile. Reifen sind hinten gut. Bremse war ja auch gerade gut. Also alles freigängig. Ja, cool. Federn sind nicht gebrochen. Nee. Federn vorne hoffentlich auch nicht. Wäre auch ganz cool. Ja, ist okay. Kann man nicht meckern. So, ich wackel mal hier am Rad. Weil, wie gesagt, das ist auch ganz wichtig. Wenn du Spiel in der Lenkung hast, kriegst du mich auch keinen TÜV. Das ist sozusagen eins der Hauptsachen, mit denen du durchfährst. Ähnliches scheiß Lenkungsspiel. Nix. Auch nix. Also so leichten Autos wie der eigentlich auch nie ein Problem. Was haben wir jetzt? Auspuff sauber machen, die ganzen schwarzen Flecken weg. Gucken, wo der da am dingsten ist, am siffen ist. Bisschen, wie ich das meine. Wo der undichter ist, den Schweißpunkt draufsetzen. Und hier Schweller hinten links schweißen. Das ist bisher, was ich so für TÜV gesehen habe. Warnlampen sind keiner an. Lampen muss man noch gucken. Lichter von dem Auto. Ich glaube, wir brauchen natürlich einen TÜV, wenn wir ein sportlich sind. Das heißt, lass uns anfangen zu arbeiten. Alter, die Kiste braucht TÜV. Das ist okay, das Ding. Das ist ein cooles Auto. Kann man nicht meckern. Natürlich machen wir Low Budget. Ne? Wir machen da hier zwei Bleche drauf. Zwei Regalbleche, bummen wieder um. Und passen uns alles an, dass alles irgendwie funktioniert. Aber cool. Coole Karre. Kann man nicht meckern. Ist okay. Der hat so ein Leben, eigentlich so ein Leben. Das ist das Auspuffrohr, was echt aussieht wie, naja, so ein Spielzeugrohrchen. So ohne Schalldämpfer, ohne alles. Naja, besser als nix. Oh, oh, oh. Mein Gebrauchwagenleben geht weiter. Ich bin noch gar nicht weiter mit dem Ding. Konnte ich gar nicht mit anfangen. Der silberne Rinne zu Nick haben gerade wieder. Der war ja schon dreimal da, weil eigentlich nichts kaputt war. Jetzt beim vierten Mal tatsächlich war was kaputt. Da geht's, ja, fährt da wieder. Besser. Ey, da geht sporadische Lüftung nicht von dem Auto. Manchmal geht die, machst die an und immer geht die aus. Na scheiße, das ist völlig kaputt. Also das ist ein Ding. Ich schätze, der Gebläsewiderstand hat sich verabschiedet. Der hat so einen Widerstand und dann wird das halt drüber geschaltet und der ist kaputt. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal einen neuen Widerstand. Ja, das ist auch ein Gewährleistungsfall tatsächlich. Weil das ist mich auf jeden Fall... Ach, wo weiß ich gar nicht. Es könnte auch sein, dass in das Verschleiß fällt. Aber gut, ich werde mich mit der Kunde irgendwie auch einigen, so ein bisschen. Aber das geht jetzt ja nicht in ein teures Teil. Das kostet 15 Euro. Ne? Einzig Blöde ist der Einbau. Der Einbau, der ist ungefähr um eine Stunde. Ich habe mal angeguckt, wie es gemacht wird. Ein YouTube-Video gerade eben, weil ich ja eigentlich ambulant helfen wollte. Weil mal geht das und mal geht das nicht. Das ist so ein bisschen so, so ein Wackelkontakt halt. Und ich schätze mal, ist auch nur ein Wackelkontakt. Aber ich glaube, das wird die Ursache für diesen scheiß Widerstand haben. Weil ich muss einmal zum Auto was holen. Dann muss ich dahin und dann was zu trinken holen. Und dann bestelle ich das Teil. Ja, ich bestelle das halt zuerst. Das ist schlauer. Und Anfang nächste Woche habe ich ihr gesagt, rufe ich sie eben an, dann kann sie rumkommen und baue ich das Ding da eben ein. Alter. Renault Scenic 2, Alter. 2005er Auto. Super tolle Plastikkarre, wo einfach jeder scheiß Sensor rumspinnt. Ich habe da so die Schnauze voll von solchen Autos. Da kann die Kunde nichts führen, ne? Aber das geht mir so auf. Diese Autos gehen mir so auf den Sack. Weißt du, mit so einem Tüdelkram, weißt du, die, das, was keine Sau braucht. Normalerweise beim Polo, Alter, sitzen da oben auf dem Motor drei Gewissewiderstände, da kannst du da wieder dazwischen löten, dann geht's weiter. Oder kaufst du das Teil neu für 10 Euro. Das
ist echt ein Fluch. Renault, Scenic, 2, Gebläse, vergesse ich das wieder, weißt du? Widerstand. Die Karre geht an, dann geht das Gebläse ungefähr so 2 Minuten und dann geht es einfach aus. Das Teil ist kaputt hier. Hundertprozentig. Ich habe mir so ein Tutorial von so einem Ostdeutschen angeguckt. Oh, hier gibt es sogar einen billiger sogar noch. Mit Schrauben. Oh, das ist aber das Teil, was kaputt ist. Dieses hier. Das habe ich in dem Video auch gesehen. Und da muss Armaturenbrett halb vor auseinander gefummelt werden. Ganz tolles Ding. Haben wir nun das hier für 14,78 Euro. Der wird seinen Job schon machen. Ja, das ist die Technik, die begeistert. Ne? Da stehst du manchmal und dann denkst du manchmal, alter Schwede, warum tust du das Auto? Wieso? Wieso ärgerst du mich ständig? Und ich meine, die Kundin fährt aber jetzt nicht viel. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Vielfahrerin. Ne? Und trotzdem hast du den Scheiß irgendwie an der Backen dann. Ne? Dann ist es auch doof für sie, dass sie ständig hier auftauchen muss. Wenn eben so ein kleinen, gut, jetzt in dem Fall wirklich was mit dem Auto ist, dann war ja bisher ja nichts. Bisher war ja mal so sporadisch. Dann hat sie auch die Anhängerkupplung bemängelt von dem Auto, weil die Anhängerkupplung, die Anhängerdose von dem Auto ist nicht so, wie man so kennt, hinten raus, sondern die geht so gerade runter. So. Ist aber bei modernen Autos öfters so tatsächlich, weil wenn die annehmbare Anhängerkupplung haben. Ja, das ist halt Renault, da musst du letztendlich in Frankreich anrufen und dich bei dem Typen beschweren, der die Scheißkiste erfunden hat. Sagst du, ja, mache ich wahrscheinlich auch. Ich sage, gute Idee. Sie ist ganz lieb. Gottes Willen, warum viel Spaß mit mir. Ne? Gibt es auch keinen Ärger mit oder so. Aber es ist halt so ein Thema halt. Aber also, ärgerst dich mit so einer Kiste rum und da hast du letztendlich, wenn du mal ganz ehrlich bist, unterm Strich habe ich da nicht viel ran verdient. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber gut, es ist halt, ich habe mir den Job ja ausgesucht. Ne? Und weißt ja, das Job aussuchen kann ich ja ganz gut. Wie ein bisschen tüdeligen Job aufgesucht. Jetzt klingelt mein Handy. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Und dann machen wir mal mit. Da kam gerade noch ein Pole, also hier von dem Betonwerk nebenan, mit seinem Roller hinten auf dem Hof gefahren, hat uns gefragt, ob wir ihn schneller machen können für ihn, weil er fährt 25 oder 35 fahren. Ich sagte, kann ich dir nicht helfen, aber ich kann dir erzählen, wie das geht. Weil so machen wir nicht, Alter. Das ja, ne? Habe ich ihm grob erklärt, wenn man so einen Distanzring da raustüdelt. Ich sag so, in der Theorie funktioniert das, darf man aber nicht. Ja, und das war gut. So ungefähr. Ja gut, aber ich kann noch nicht viel weiter mit meinem Scheiß. Jetzt werde ich noch zum TÜV fahren, mit dem Meriva, den schwarzen, damit wir das Thema erstmal abhaken. Und danach geht es weiter mit, oh, ich muss mal einen rechten Spurstangenkopf, glaube ich, bestellen für Gordon, seinen Meriva. Kann ich auch gleich noch machen. Das ist nicht so schlimm. Der auf der Bühne stehen, dafür lässt mich einer kaputt, weil der kann auch so einen TÜV, das ist auch okay. Ungefähr ein Stündchen später, ich bin jetzt 14 Uhr gleich, ich bin jetzt gerade bei der Dekra fertig mit dem Meriva. Hat er sich auch ohne Menge TÜV gekriegt, die Kiste, also oder HU, ne? Heißt ja eigentlich Hauptuntersuchung. Der TÜV ist ja eigentlich was anderes, aber ist ja egal. Fakt ist auf jeden Fall 2 Jahre gekriegt, keine Probleme, keine Hauereien, sah gut aus die Kiste, Heizung heizt, also ich glaube, den können wir ins Netz schmeißen, den Kollegen, der kann weg, der macht mir keinen Ärger, der läuft einfach. Also so, ist okay, kann man echt nicht meckern. Ja, haben wir es gemacht, neue Bremsen vorne haben wir gemacht. Und hier, ja, halt alle 4 Endspitzen, die waren halt im Arsch, ne? Die mussten halt geschweißt werden. Dafür die meiste Arbeit, das hätte ich für Arbeit reingegangen, das Auto. Da in der Hinsicht so. Aber alles andere, gibt nichts zu meckern, Mann. Das heißt, wenn wir ein Auto an der Straße stehen, das ist schon mal ganz cool. Da habe ich da ein paar Fotos von und dann mache ich sie schnell ins Netz, denke ich. Und dann fahre ich nach Pidda mit dem hier Seat Ibiza, weil der Seat Ibiza wird auch nochmal sehr, sehr interessant für uns. Weil der ja so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Ja, dieser ABS-Fehler, der ist halt komisch. Ich hab Angst, dass sie nicht kodieren können, Alter, und die Karre jetzt Ewigkeiten diesen scheiß ABS-Fehler hat und ich weiß, was ich machen soll. Das ist ein bisschen die Sorge, dann haben wir auf jeden Fall Geld verbrannt. Das finde ich gut. Mal schauen. Hat Patrick ja auch gehabt, den Wagen vorher hatte. Der hat auch über Rätsel, was das ist. Letztendlich hat er keinen Bock mehr drauf gehabt, hat einfach eine neue Karre gekauft. Hat gesagt, Max, viel Spaß damit. Aber ich krieg das auch irgendwie hin. Aber der hier, ich muss echt sagen, 140.000 gelaufen. Oh, hat 41 Klapp gelaufen. Fahren tut er richtig gut, der zieht gut, der bremst gut, lenkt gut, ist auch nicht dreckig oder sowas. Den können wir einfach ins Netz schmeißen. Ich glaube, der macht einfach seine nächsten 2 Jahre erstmal sorgenfrei seinen Dienst. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das mit Thema Heizung bei dem Ding ist, aber jetzt gerade habe ich 18 Grad drin stehen auf dem Thermometer, habe meine Hand davor und da kommt warme Luft raus. Und hier Temperatur ist ein bisschen über 90 Grad und im Stand geht er auf 100, 108 Grad, habe ich auch auf dem Dingsen gesehen, auf dem AU-Tester und dann bleibt er da stehen. Ist auch normal. Scheint das in Paris was ein bisschen heißer. Heiße Karren. Aber ist okay. Gut, auf geht's zurück zur Gurkenhalle. Eben Fotos machen.
eben das Ding inserieren, weil wir brauchen Karren an der Straße, wir haben keine mehr. Das müssen wir jetzt ganz dringend ändern. Verkaufsfotos eben hier am Straßenrand gemacht. Fand ich ganz cool, so eben, sieht halt geiler aus, als das Ding von der Firma steht. Das ist schön grün, so alles in der Umgebung und dann so ein paar Verkaufsfotos. Das finde ich besser. Sieht lebendiger aus, wie aus dem Leben gegriffen von diesem Meriva. So, jetzt schnell, jetzt Baustelle, jetzt schnell jetzt zurück zur Gurkenhalle. Übrigens nochmal danke für euren Support, ne? Ohne Scheiß jetzt. Ich habe im Livestream angesprochen, dass ich die Kisten von Michi wegholen muss. Jetzt habe ich schon 4 Leute, die mir helfen. Unter anderem 2 Trailer, 2 Fahrer, ne? Weißt du, und dann halt auch mein Abschleppwagen mit Anhänger hinten dran. Das heißt, ein richtiger Konvoi, der fährt morgen ins Wagenlöhner Land die Autos holen. Das wird richtig cool. Ja, und auch euch, Mann, ohne Scheiß. Großes Danke, wirklich. Ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. Total cool. Weißt du, hier 2 Jungs zum Beispiel, die fahren 4 Stunden, um mir zu helfen. Hier, der Marco zum Beispiel, den kennt ihr auch, der macht man in der Simson immer. Der ist zum Beispiel, der ist auch hier von Gordon, halt unser Simson-Mann so, ne? Der hat halt, der wird früher frei von der Arbeit, um dann mir auszuhelfen. So. Gordon kommt mit, ne? Das ist schon cool, das ist wirklich cool. Also das läuft. Ach rein. So, gut, egal, genug getüdelt. Ihr wisst, ne? Ich inseriere mal in der Karre. Kann ich jetzt mit dem Handy machen, da ich kein Auto inseriert habe. Weil alles, was mehr als 2 Dinger ist, kann man nicht mit Handy inserieren. Klingt doof, weil das ist halt, so hat sich YouTube halt, YouTuber schon, so hat sich eBay Kleinanzeigen das gedacht. Oder Kleinanzeigen, eBay ist ja jetzt heraus, den ich da rausgekauft. Alter, was eine coole Karre, Alter. Meriva, da bin ich ja richtig begeistert von, ne? Ich hätte echt gedacht, dass er gurkiger ist. Aber die hat sich richtig, Alter, geil, ne? Guck mal. Ist das nicht eine Schönheit? Meine kleine Witwe. So im öffentlichen Straßenverkehr, ich feiere ihn richtig. Da steht ein Ladegerät oder irgendwas auf meiner Kiste. Hä? Kommt das denn her? Hat das einer vermacht oder was? Hä? Habt ihr gesehen? Auf meiner Dingsenkiste? Das ist ja cool. Ich hab einfach von den ganzen Jungs, die heute hier waren, die haben mir so ein Dings, haben mir was vermacht. Wär der verrückt? War der erstmal Handy weg? Dann TÜV-Berichte mit. Eins nach dem anderen. Ihr wisst ja, wie das ist. Übrigens, 2021er Zahnriemen, habe ich auch gar nicht gesehen. Tonverbindung geht. Für Meriva, Alter? Ass rein. Was ist das denn für ein Kasten hier? Was ist das denn für ein Teil? Elektroden? Oha. Elektroden, Kühlerdeckel. Da wird er für ein Elektronenschweißgerät sein, oder? Alter, ein Elektronenschweißgerät. Ziemlich alt ist sogar schon. Schweißtransformator. Das ist ja geil. Dankeschön. Egal, wer das war. Ich weiß nicht, wer das war, aber cool. Die können wir, also Elektronenschweißgerät habe ich sogar mal gelernt damals. Und ich glaube, Gordon, der kann das sogar noch sehr gut. Das hat er früher auch sehr, sehr oft gemacht. Dass er wohl noch aktiv im Job war mit seinem Metallbaukram. Geil. Ich werde mal Gordon zeigen. Aber gut, wir müssen erstmal mal schauen, dass wir ein bisschen voneinander kommen. Der Meriva muss jetzt mal schnell ins Netz. Und wenn der Meriva am Netz ist, dann muss der hier dingsen. Dann muss der Seat Ibiza mit meinem fetten Arsch drin nach Peter fahren, um zu gucken, was der hat. Weil das macht nämlich keinen Sinn, wenn der jetzt da vor sich hingammelt. So, einmal Büro. Büro läuft. Büro habe ich durchgespielt. Also, von gestern war ich auch noch fast 4 Stunden hier. Hab eine Scheiße gemacht. Meriva steht im Netz. Hat geklappt. Alter, meine Haare sind richtig dick geworden. Ne? Richtig stolz kann ich draus sein. Alter Verwalter. Haben gerade noch mal eine Cola Light reingeballert. So eine Zero. Schäme ich mir auch ein bisschen für, weil eigentlich wollte ich so einen Scheiß auch nicht saufen. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, hinten in die Halle laufen, Wasser zu holen. Man kennt die faule Sau halt. Faule Sau Lifestyle. Naja, dann wollen wir weitermachen. Kennst du einfach Meriva ab? Hier, das ist im Netz drin und ich glaube auch ganz gut beschrieben. Und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie nach Peter kommen. Oder zu Peter kommen. Nach Peter heißt es ein bisschen komisch wie ein Ort. Aber wenn wir mit so einem heller Gutmann-Tester da helfen kann, sein, mein hier Ibiza wieder ins Laufen zu kriegen. Das wäre natürlich ein Träumchen, weil dann, wenn der Ibiza fertig ist, dann konnte ich mit so zum TÜV fahren. Der hat nämlich sonst keine TÜV-Mengen, hab schon die Ohren geguckt. Und dann kann der rausgehen, ne? Alter, scheiß Kennzeichenhalter, ne? So ein Kennzeichenhalter, da hier, weiß ich auch nicht. Da denkt man sich immer, warum denken die sich so eine Scheiße aus? Das da ist gebrochen, das da ist verbogen, das da ist schief und krumm. Alter, was ein Scheiß. Na gut, das ist so ein Kennzeichenhalter für einmalige Benutzung, so ganz billige. Aber ich finde die voll nervig, Alter. Der auch. Obwohl, den kriege ich wieder hin. Der geht noch. Der ist rettbar. Da vorne vielleicht auch, aber eher nervig rettbar. Ich sehe schon bei der nächsten Probefahrt meine roten Nummern irgendwo auf der Straße liegen bei der Scheiße.
So, auf geht's. Ibiza. Alter, hoffentlich. Ich hoffe wirklich, er schließt das an, drückt einen Knopf und die Scheiße funktioniert wieder, weil kaputt ist da definitiv nichts. Lenkwinkelsensor ist neu. Weißt du, da war schon ein ATU bei. Gut, wer jetzt ein ATU getüdelt hat. Ist auch nicht gerade unbedingt die Fachwerkstatt vor dem Herrn, ne? Aber einer weiß man so auf dem Schrauber an, der im Schrauben ist. Na, mal schauen. Ich habe eben noch mit Gordon geschnackt. Gordon hat den ganzen Tüdelkram auch zusammen jetzt, den Wagen. Also lässt ihn gleich warm laufen, um mal zu gucken, ob alles so funktioniert. Und wenn er dann durchläuft, dann fahren wir damit mal eine Probefahrt. Mit dem 1.7er CDTI Dieselbock, den anderen da halt. So, und ich habe mit einem halb zerlegten, mit roten Nummern verzierten Duftbaum. Alter, der Duftbaum drin, Alter. Der riecht richtig, der riecht wie so ein abgestandenes Deo, der Wagen. Alter Verwalter. Fahren wir jetzt mal eben nach Peter und fragen ihn mal, ob er was hinkriegt. Oder ob er was machen kann. Weil er hat solche Kisten jeden Tag für der Nase. Alter, wir nicht. 2012, Alter. Dann haben wir eine 2012er Karre. So gut wie nie. Auch für der Fantine war der von 2010, glaube ich, damals. Also ist der hier noch ein Stück neuer als ihre Karre war. Wie ihr seht, ABS, alles noch an. Im Optimalfall ist das, wäre es geil, wenn wir so ein bisschen fahren damit und dann plupp, Lampe geht aus, alle Werte da, Auto ist zufrieden. Aber das bezweifle ich, dass es so ist. Rigoros. Ich glaube, da wird noch eine ganz schnelle Gurke drin stecken in der Kiste. Weil irgendwo muss die Gurke drin stecken. Einfach Klimaanlage anmachen. Ah, ein bisschen runterkühlen, Alter. Hey, top, top, top. Ich habe das jetzt abgeklemmt. Ne? Ich habe das nicht angeklemmt. Das Radio. Testweise noch. Geil, wieder rumkloppt. Fallen für was kloppt er da drauf rum? Hör mal richtig Sound. Ist vorbei. Okay, das geht. Wenn es durchgehen machen würde, Alter, hätte ich mit einem fetten Hammer mal eben schnell den Armaturenbrett guten Tag gesagt. Na, Alter, kommen wir in Wiesmoor. Also ich muss sagen, dieses Auto, das fährt wirklich gut. Also da ist fand er keinen Mangel. Klimaanlage an, schön kalte Arsche drin, der zieht sauber durch, da klappert nichts dran. Der ist total geil. Also dieser hier, wie war meiner Frau früher halt, der hier Ibiza, den sie hatte. Ja, auch eine Ibiza, ne? Ja, wie der hier halt. Ist okay. Aber mal gucken, was Peter sagt. Bin ja echt gespannt. Ich habe ein bisschen Angst vor Nasefall, wissen wir mit der Geschichte hier. Weil dann kann ich ihn wirklich nur so, wie er jetzt ist, verkaufen mit Resthüff. Aber auch geil, dass er auch eine Gangerkennung hat. Guck, du kannst runterschalten, erkennt er dann. Oben rechts, seht ihr, dritter Gang drin. Auch wild. Zweiter Gang, zack, kein Problem, sagt er. Drehzahlmesser hat er auch. Um die Sportlichkeit ein bisschen zu betonen, aber ich glaube, mittlerweile ist das Standard. Früher war es halt nicht Standard. Aber gucken wir mal, ich bin echt gespannt. Dann sind wir gleich da. Er meint, er soll einfach mal rumkommen und dann tüdeln wir das irgendwie. Oder guckt sich das mal eben an, eher gesagt, so gesagt. Lenkwinkelsensor kann ich so auslesen, ich weiß gar nicht, was du willst. Kann ich auch mit meinem Laptop, aber das, wie gesagt, da stehe ich dann mit meiner Scheiße. Was zum Teufel ist eine Fahrdynamik-Regelung-Sensoreinheit? Ja. Federhaft. Ist das ein geiles Ding? Der erklärt sogar die Fehler, Alter. Ich feier das Ding da richtig. Ja. Richtiger Klugschiss mit drin, das ist so hier, um Geld zu sparen. Ja, gelöscht habe ich auch schon mal tatsächlich. Ja, kommt aber ja so wieder. Der kommt wieder, der geht nicht weg. Aber Lenkwinkelsensor haben sie bei ATU getauscht. Da war aber ATU mit gewesen. Und dann haben sie den nicht mal angelehrt, die Pfeifen. Dann haben wir Fehlercode immer noch da und dann wird das Ding. Und wie lenkt man die Scheiße an? Mit Einlenken oder was? Normalerweise ja. Also er hat den Wagen schon ein bisschen gefahren, mit den Lenkwinkelsensoren. Das ne? Macht aber nichts. Ab und zu klappt das auch, wenn du nur fährst. Das wäre zu einfach. Das wäre echt zu einfach. Nee, das ist nicht. Das ist die Gurke in dem Auto, muss ja irgendwo sein. Das ist die Gurke. Irgendwo ist sie versteckt. Patti meint zu mir, der hat das Radio eingebaut, dann macht er das. Radio habe ich erstmal abgeklemmt, hier so gucken kannst du, hier siehst du. Guck hier, stecke das ab. Ja. Das sind so kreise Fahrzeuge. Das Problem ist, ich fahre die Dinger eben. Du hast hier ein Steuerteil. Nee, das ist gar nicht das Problem, das ist diese Kambo-Steuerteil. Ja. Wenn der rumspinnt, dann hast du das Problem auch kennen. Oh, dann zieh mal raus. Den ganz rausnehmen. Ja. Weil der Nachteil ist, warte, hier hast du nämlich einmal Plus, nochmal Plus und Lichtplus bei den Modellen. Ja. Und die
haben offiziell bloß. Dieser hat auch dreimal. Und das Campus-Kabel, kann man das nicht rausschneiden? Nee, nicht abschneiden? Was? Das kannst du nicht rausnehmen. Ist das okay? Das Radio nicht mehr. Oh, Scheiße. Das hat man. Hätten wir ein Fantines alten Auto, aber das ist ein originales. Ja. Und jetzt geht das gleich, pass mal auf. Pass mal auf, die Lenkwinkel haben sie gar nicht eingebaut bei dem Teil. Wieso kann man denn keine Grundeinstellung machen? Ach da, Lenkwinkelsensor an. Was hat der Hersteller? Lenkwinkelsensor, Kodierung und irgendwie so ein anderes komisches Modul. Ich sag ja, alte Gurken sind geilere Gurken. Scheiß Plastik. Mal gucken, was damit dann ist. Das VCDS, okay, gut. Jetzt geht's in die Tiefen. Jetzt geht's in die Kodierung. Und das können wir nämlich mindestens nicht. Wir können nur auslesen und löschen. Bin ja leicht gespannt. Alter, ich bin gute Dinge. Ein Fehlercode ist schon mal weniger da bei dem Auto. Das ist schon mal ein großes Ding. Na, Peter hat immer VCDS in der Karre. Der hat immer, das ist ja Audi-Schrauber, VW-Schrauber. Das ist genau seine Welt. Ne? In sein S4 da hinten. Da bin ich ja leicht gespannt. Alter, ich bete. Das wäre so cool. Dann ist das Ding nämlich offen. Da kann ich über den TÜV vorbeifahren gleich eigentlich damit. Der Brief ist übrigens ein alter Brief, nicht wundern. Der neue Brief liegt bei mir in der Mappe. Bevor er denkt, sie fahren mit dem Brief im Fußraum in die Gegend. Nicht so ganz. Der ist entwertet. Hier, da ist er doch. Ja, gut, Matthias. Hier. Ja, gut, danke dir, was du auch hast. Ein Fehler, Heiz- und Klimaanlage. Sieht ein bisschen aus wie ein Gartenschlauch, der. Hast du den Schlauch rumgemacht? Achso, ich würde schon sagen. Ich nicht. Mein Bekannter. Weil ich das Kabel immer kaputt gemacht habe, hat er gesagt, ich verstärke den Paket. Kann man machen. Ja. Sehr gespannt. Das Teure ist komplett. Ja, das ist gut. Aber warum ist das genullt worden? Wieso? Kann es mit dem Radio zusammenhängen? Hm. Glaube ich nicht, oder? Hast recht, es ist kein einziger Wert mehr drauf, ne? Oh, wir kommen nicht weiter mit dem Ding. Der muss hier tatsächlich bei Hella Gutmann, die müssen das Ding halt, wie soll ich sagen, die müssen die Kiste halt tüdeln. Die müssen den Wagen halt nullen. Geht gar nicht anders. Ist ein bisschen doof, weil ich muss den Wagen jetzt hier stehen lassen. Aber geht nicht anders. Oh ja, sag ich mir von Peter eben beim Golf aus. Geile Karre. Oh, los, und jetzt ist gut. Der hat TÜV drüber selber geguckt. Einmal Vorderachse, ein Loch, eine Hinterachse, weil sie Handy aufnahm. Ja, ja. Mehr hat er nicht für TÜV. Gutes Auto. Kann man nicht meckern. Oh, guck mal. Für das Geld. Ja, kann man echt nicht meckern. Finde ich auch. So für einen Gurkentaler, so eine Kiste, warum nicht? Wir haben Glück, dass wir rote Kennzeichen dabei haben und Peter sein Gurkengolf hier steht. Ne? Naja, gut, wie gesagt. Das ist auch so ein Auto, was jetzt ein bisschen problematisch ist für TÜV. Aber jetzt für meine Verhältnisse, mal eben nach Hause zu fahren, kann man nicht meckern. Ne? Eben nach hier Friedeburg gegangen, der hat über einen halb vollen Tank. Fährt sich gut, reicht doch. Ja, Peter ruft mich morgen über den Tag an. Die müssen das Ding jetzt hier über Hella Gutmann komplett neu kodieren lassen. Das heißt, das ganze Steuergerät ist jetzt gerade aktuell leer von dem Auto. Das wird komplett neu aufgespielt. Und dann soll es wieder gehen mit dem Auto. Mal schauen, kostet auch Geld da. Ne? Also auch so ein extra Apparat bei Hella Gutmann und so. Aber bei Gutmann ist es der Verein, heißt da, keine Ahnung. Was ich habe keine Ahnung vom modernen Kram. Ich feiere mal diese alte Scheiße. Bitte ja. Aber naja, gut, wenigstens hat das Ding jetzt hier eine Aufgabe. Unser hier, wie heißt er nochmal? Unser Bock da. Man muss sagen, der Golf 4 fährt ziemlich gut hier. Aber durch die Vorderachse, Hinterachse brauche ich mit anfangen. Lohnt sich für mich halt nicht. Das ist zu viel Arbeit. Das bringt einen 1,4 Liter. Golf 4, drei Türer mit 250.000, wird ein Problem. Das lohnt sich echt nicht. Aber wir sind wenigstens einen Schritt weiter an unserer ganzen Tagesrechnung da. Einen Schritt weiter in der richtigen Bahn. Wir könnten schon mal einmal mal eben bei Dingsen vorbeifahren. Die weiß ja nochmal bei Zimmermann und eben schnell nochmal eben eine Batterie mitnehmen für den Chrissi da, weil der braucht eine neue Batterie. Brauchen wir mal eine Maßnahme. Weil der ist sozusagen von meinem eigenen Aufwand in dieses Projekt.
Und ich bin ja gleich gespannt, ob der Meriva läuft, ne? den Diesel, den Gordon, das er legt hat. Wenn der läuft, dann mache ich drei Kreuze. Dann haben wir ein richtig geiles Ding. Also 2005er Meriva, weißt du, als Diesel, in gutem Zustand, für einen gurkigen 150-Euro-Kurs, wäre der Hammer. Batterie für den Cressida haben wir mit, weil die alte hat nicht überlebt, die Standzeit, definitiv nicht. Aber die war auch damals, wo ich nach Roadtrip nach Italien gefahren bin, war die auch nicht so mega top, die Batterie. Also das ist kein großer Verlust. Hier ist eine nagelneue 44 Ampere-Stunden Batterie für 47 Euro. Habe die teuerste Batterie genommen, die ich kriegen konnte, die größte. Aber für die Karre reicht das. Ist ja nur ein kleiner Sechszylinder drin. So, auf zurück zur Gurkenhalle, die Kiste auf ihrem Hof stellen hier. Warten, bis Peter anruft und dann kann die Karre wieder zurück. Aber wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Also heute glaube ich nicht mehr. Bin sehr gespannt, Alter, ob das klappt mit dem Kodieren von dem Steuergerät. Dafür natürlich der Hammer jetzt, ne? Würde ich mal sagen, dann können wir unseren schönen Citroën C2 jetzt braten, dann mal noch einen Schweller rein, wa? Dass der auch mal irgendwie fertig wird. Weil aktuell, ich habe so viel geschafft, aber fertig werden noch nicht. Steuerst du Golf wie so ein Arsch ist, sonst hätte ich ja echt Interesse dran, ne? Also so fahrtechnisch, der fährt echt super. Klappert nichts, da klüttert nichts. Reifen sind noch nicht alt. Ein cooles Auto. Dann gucken wir jetzt mal, was der silberne Meriva macht. Ob er jetzt durchläuft, ob er wieder ausgeht, ob er Probleme macht oder ob der jetzt in Ordnung ist. Also letztes Mal lief er ja, wo wir ihn laufen gehabt haben. Hat uns selber ja gewundert, ne? Aber wer weiß, ist denn da einfach eine Gurke drin? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird seinen Job machen, das Gerät. Steht noch Gordon auf der Bühne? Ja, ich glaube ja. Ja, tut's noch. Ja, tut's. Schöne Scheiße. Also ist noch kein Daily Driver geworden. Mal gucken. Gucken wir uns das mal eben an, was da abgeht. Danach, wie gesagt, der C1 wartet. Und die Batterie hier, weil die müssen wir nicht auch noch mal eben schnell in den Cressida schon mal reinschmeißen, wie ich es uns da vorstellen, damit die schon mal in der Nähe von dem Auto ist. Weil sonst wandert die mich ganz, ganz schnell irgendwo anders rein. Und wisst ihr, Batterien sind so ein Problem hier. Oh, kleiner, für später. Oh, warte, langsam. Oh, das geht. Mach ich mal Beulen rein. Eine Kratzer, okay. Weil wenn ich die mich jetzt woanders hinpacke, ins Auto, vergesse ich die wieder. Ich kenne mich selber, ich muss meine eigene Blödheit mit einem planen. Na, mein Kleiner, hast du mich vermisst? Ich dich nicht. Guck mal diesen Rotzer an. Alter Schwede. Du vergammelt das Ding, ne? Also das ist krass für so ein kleines Auto. Zweiwandiges Blech. Naja gut, jetzt endlich machen wir den groben Rost jetzt hier raus und setzen da wieder ein Blech drauf. Das ist eine totale TÜV-Schweißung. Ne? Das muss ich ja verschweißen, dass wieder ein Stück ist. Dann brauche ich mir einen ganz starken Winkel, der geht hier lang. Und mit dem nehme ich das alles wieder mit. Aber ich muss diesen ganzen groben Scheiß hier irgendwie rauskriegen. Weil sonst hält er halt nicht lange. Weißt du, dann ist er wieder bald im Arsch und nächsten zwei Jahre soll er mindestens halten. Das ist so ein bisschen mein Anspruch an der Geschichte, ne? Ah, die guten Nachrichten wandeln sich zum schlechten. Unser Meriva, den jetzt Gordon da gemacht hat, also der da hinten, der lief ja vorhin. Tadellos, problemlos. Jetzt zusammengebaut, läuft er nicht mehr. Aber er läuft schon noch. Also Gordon hätte noch ohne alles laufen lassen, tatsächlich, wo er einen neuen Riemen drauf hatte und so. Daran liegt schon mal nicht. Also wie es aussieht, schätze ich, dass bei dem Meriva das Steuerrad platt ist. Aber meinst du, wird das Motorsteuergerät? Ja. Das ist gar nicht die Einspritzpumpe. Oh, diese. Ich bin Arsch, ne? Vor allem hat den ganzen Scheiß da neu gemacht, weißt du, man freut sich darüber. Scheiße, lief ja auch noch. Der lief ja wie eine Eins. Ja, wirklich, der lief wirklich. Da haben wir schon mal einen gehabt, der so ruhig lief noch nie. Ja, du, der könnte mir auch unruhig laufen. Er läuft, das ist ja das Problem. Jetzt gerade läuft er umso beschissener, also da hat sich noch richtig zum Schlechten gewandelt. Ich weiß nicht genau. Ja. Hier oben ist ein Steuergerät. Ja. Ich glaube, das ist es aber nicht. Ja. Ich glaube, das hier ist das. Sieht nach Motorsteuergerät aus. Vielleicht kriegst du den Stecker mal ab und sprühst den mal komplett voll mit WD-40. Lass ihn erstmal hoch. Keine Lötstellen soll die Dinger auch gerne mal haben. Also da hat mir der Schatz ein bisschen geholfen im Stream. Ist so doof, ne? Wieso? Alter, wo sitzt beim Opel Meriva das Motorsteuergerät? Klickst du an? Das Steuergerät für die Zentralverriegelung. Hey, Alter, hey. Das erste Ding, ne? Du was Polis, Alter, ehrlich. Alles war ärgerlich. Naja, so dumm sind die. Aber hier ist positiv, er hat immer schon mal einen neuen Zahnriemen. Das ist schon mal Wertsteigern für den Wagen. Kann man rechnen. Neuer Zahnriemen steigert den Wert für den Wagen. Aber trotzdem scheiße, hätte nicht sein gemusst. Also wir wissen, du machst die Hutepumpe ist nicht defekt vor dem Auto. Wenn der Wagen gerade eben lief, das ist scheinbar so die Laune von dem Steuergerät. Ja, hier ist auch scheiße eigentlich. Hier ist doch wieder mehr Rost dran, als ich dachte.
Naja, ich baue hier ein Innenblech, habe ich hier gebaut. Hier nochmal ein Eckenblech. Da sieht ein bisschen tüdelig aus, aber das ist richtig stabil. Das ist richtig dickes Blech, was ich genommen habe. Dieses hier. Das ist so. Na, guck hier. Das lohnt sich richtig. Das stammt, glaube ich, von dem Kühlschrank da hinten noch, von einem Bruder von dem. Kühlschrankblech, heute mal jetzt ernst. Hier muss ich auch nochmal einen runtersetzen, hier vorne, weil der war nämlich auch durch. An diesen komischen Holmen da. Er fliegt den halt nicht zusammen, den Bocken. Das ist jetzt nicht gerade unbedingt das Auto, wo ich jetzt 2,5 Millionen für verlangen kann. Aber ich glaube, 2 Jahre TÜV sind nochmal drin. Die kann man nochmal fahren. Dann. Und nach 2 Jahren kannst du auch dann mal entweder haust du mal Bleche rein oder dann kaufst du ein neues Auto. Ich schmier es jetzt mal zu da vorne, dann mache ich mir den Kram erstmal sauber. Und dann kommt das mit U-Schutz und dann ist das schon mal die erste Baustelle an dem Auto beseitigt. Ja, ich habe nur eine halbe Stunde nach Hause. Da ist meine hier Familie ruft dann schon. Aber ich will das dann eben fertig haben bis dahin. So, ich habe den zurechtgegurkt. Also schön ist das nicht gemacht. Auspuff habe ich nun einmal hier ein bisschen sauber gemacht. Einmal ein, zwei Schweißpunkte drauf genudelt. Und hier, ja, Zinkspray halt. Hier habe ich es verschmiert, wie ihr jetzt seht. Komplett, ist alles mit Unterbodenschutz versiegelt, aber es ist so eine 2-Jahres-Geschichte. Hier haben wir so ein paar Anrostungen, die habe ich nochmal ein bisschen zugesprüht hier. Alles, was so ein bisschen hier tüdelig ist, Drahtbürste, aber ist jetzt nicht unbedingt so das Auto der Welt. Ich würde sagen, in den nächsten 2 Jahre TÜV mag der jetzt kriegen. Und danach wirklich, das würde ich auch echt. Dann würde ich sagen, oh. Mary war es ausgegangen. Scheißkarre. Ja, lief ja immer ganz normal, ne? Und dann war er wieder aus. Das ist doch komisch. Alter, ich verstehe das. Schaltet doch da, du hörst ja auch Klick und dann fängt er an zu spinnen. Klick? Hör doch mal. Wenn er anfängt, wird okay, okay, mach nochmal an. Da, hast du das Klicken gehört? Ja. Es klickt doch irgendeine Scheiße. Als ob der sich abschaltet, ne? Ja. Als ob der sich... Hast du das noch nicht gehört vorher? Ich höre das schon die ganze Zeit immer. Aber ich... Der wirkt sich ab. Der schaltet sich selber ab. Das macht der... Ja, beide habe ich eben sauber. Habe ich jetzt als Riesling auch. Ja, ja, klar. Schau, da hast du einmal eingespult, sagst du. Ja, wie? Okay, das ist ja... Also die Stecker. Ah, ja, das reicht nicht nach. Ich hab auch einen Stecker abgezogen. Du weißt selber, wenn du Stecker abziehst, die Karre startet, das Ding hier. Ach so. AGR. Ich hab gezogen. Und jetzt? Warum? Na, testweise halt, ne? Mal gucken. Ja, läuft nicht. Weißt du, manchmal... Kann man den Stecker wieder aufmachen oder wie? Ja, oder testweise. Okay. Testweise Stecker wieder drauf machen. Aber es ist immer noch zu leer zum Starten wahrscheinlich. Ja, da kommt er gleich. Das ist aber komisch mit der Karre. Ich verstehe das nicht, Alter. Vor allem, die haben wir das so schön am Laufen gehabt. Der lief doch wie eine Eins. Der lief, also besser konnte er nicht laufen. So ein Motor. So lange, bis er Klick gemacht hat. Ja, genau, bis er sich... Was ist das für ein verficktes Klick? Scheißklick, Missklick. Genau, so ein Kackklick. Doofes Klick. Aber so doof. Genau, ganz doofes Klick. Ja. Ganz doll doof. Lauf. Hier, Klick. Einmal Klick macht der und dann setzt er sich zu. Ein bisschen voller Möben, das Ding. Hat man nicht mit Steuergerät zu tun. Warum denn? Warum sollte das denn am Steuer? Was soll das denn? Irgendwas muss ja das Ding auslösen, das Klick. Was den abwürgt. Der läuft auf wie eine 1, der Bock. Richtig schön. Euro 90, Abgasnorm. Komm, das kann ich dir nicht anschauen. Ja, rette sie mal. Heckscheibenwischer ist währenddessen auch am Start. Jetzt ist er aus. Jetzt auch nicht besser, aber ein bisschen. Ich verstehe das nicht. Aber da muss ja... Guck mal, es läuft hier, jetzt hat er wieder Sprit. Und jetzt? Da
fängt er wieder an zu klicken und dann fängt er wieder an zu spinnen. Ah, das Klick könnte aber auch die Klimaanlage sein. Klimakompressor. Mach den mal kurz aus. Vom Geräusch her so, ne? So, warte mal. Nochmal, Unas. Warte, nochmal. Siehst du, ohne Klick. Das ist ein Zufall gewesen. Was meint ihr? Steuergerät einchecken von dem Ding? Zu dem Steuergerät Überholonkel? Weil ein neues Steuergerät wäre Quatsch, brauchen wir nur einen Schleifregen, alles. Weil da kriegt ihr auf jeden Fall nicht genug Diesel, wie ihr hört. Da läuft gerade mit so ein bisschen Restdiesel. So, das ist ungefähr das Ding dahinter. Ich verstehe es nicht. Also die Hochdruckpumpe ist auf jeden Fall in Ordnung. Der Motor lief ja so schön bei uns, wir haben ja locker, wie lange lief er? 5 Minuten? Ne? Ja, ja, warm laufen lassen konnten wir ihn natürlich nicht. Und eine Wasserpumpe, ne? Lief super gut, der Motor. Also ist das Problem nicht an dieser scheiß Pumpe. Das Problem liegt irgendwo an der Steuerung. Hier und ich. Ist auch ein Steuergerät. Hast du das mal abgehabt? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. AMP, ja. Jetzt haben wir testen. Gegen die Wand. Verstärker. AMP heißt eigentlich für Verstärker. Wackel doch mal am Steuergerät, wenn ich ihn starte. An den hier? Ja, man muss noch am Wackeln. Währenddessen so. Nur so eine Idee also. Vielleicht kackt er ab. Jetzt geht's los. Ja, es geht los. Das war's nicht. Aber war schon mal interessant zu wissen. Läuft wie ein Traum, wie ein Albtraum, die Karre. Naja, tatsächlich sind wir ein bisschen im Teil der Ahnungslosen heute, Gordon und ich. Also das ist ein bisschen. Also ich tippe tatsächlich aufs Motorsteuergerät, weil die Kiste vorhin, wo der Keilriemen noch nicht drauf war, so geil lief und die ging auch nicht aus oder irgendwas. Das Ding war super dabei. So gut lief das Ding noch nie, Alter. Was neu war vielleicht. Deswegen, das ist ein bisschen das Rätsel daran. Und jetzt läuft die Karre nicht mehr. Nett, wie gesagt, hier, ich habe ein Short-Video gemacht auf YouTube, wo ich eure Hilfe anfrage. Vielleicht können mir ja ein, zwei Jungs helfen oder Mädels oder irgendwas, die halt Bescheid wissen. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause, hab keinen Bock mehr. Ich habe wenigstens diesen C1 fertig. Ich glaube, da müsst ihr jetzt TÜV kriegen. Aber werden wir sehen, wenn wir da sind. Man weiß ja auch nicht so richtig, wie das läuft. Naja, bis morgen. Haut rein. Morgen wird ein wilder Tag. Morgen ist wieder Autotransporttag. Aber das wird aber zweigeteilt, weil tatsächlich, ich schätze mal, vormittags auf was anderes zum Zeigen. Munter!